我才能释放。 Dieser Wichser. Kurz bevor ich abgekratzt bin. Gibt es überhaupt keinen Loot oder was? Offensichtlich. Das ist immer schon gut, ne? Oh yeah, Level 45. GG. GZ. Okay. Das Einzige, was ich bekommen habe, ist eine Ascension Essence. Ich hab noch nicht mal den Endscreen gekriegt für irgendwelche Truhen zum Aufmachen. Ich auch nicht. Ich hab halt irgendwie Purple Item bekommen und dann konnte ich das looten, habe ich Ascension Essence bekommen. Ja, ich hab so ein paar, so eine Feder und so eine Essence oder so wieder gekriegt, aber ansonsten. Wir scheinen irgendwie alle nur diese Essence bekommen zu haben. Ja, nur dieses Guardians Fire und daraus kommt dann diese Essence. Aber meine Daily ist fertig. Aber ich habe ja, dafür gibt es ja hier auch die XP, also das darf man ja auch nicht verschenken. Die Ascension Essence hat ja so gut wie gar keine EP gegeben. Ja, wieso nicht? Keine Ahnung, die gibt prozentual bloß noch, keine Ahnung, 5%. Ja, also ich müsste 2,5 Balken bekommen haben, weil ich hatte Level Up, ich habe jetzt 2,5 Balken, fast 3 Balken voll. Ja, aber das halt finde ich nicht für dick. Dick war das, was man früher in den Prüfungen bekommen hat, mit einer Stage 3 Level überspringen. So, ja, wollen wir jetzt noch den Dungeon mit dem kleinen Jungen und dem komischen großen Affen machen? Das ja, ist die Daily. Die können wir nur machen, wenn sie auch Daily drin ist. Ja, ich hab sie Daily drin. Gib mir Lied, ich mach das. Ach, du hast jetzt deine Daily nicht abgeschlossen. Also ich hab auch Schwein. Hast die Feed, Klaumaster, Puri. Gib mir Nayeli Lied. Ich verstehe nicht, warum da jeder was anderes hat immer. And now we wait. Ach so, nee, hä? Das ist doch dieses Dust World oder nicht gewesen? Nee, wir waren gerade Dust World. Dust World sucht dir immer das aus, wo du gerade reingehen musst für den Tag. Mit irgendwer Blade Master? Braucht irgendwer Level 45 Equipment? Grün? Wir haben keine Blade Master hier eigentlich. Okay. Okay, dann machen wir jetzt. Wir sind alle 45. Ne, einer noch 44. Ah, ich kann die erste Belohnung von diesen komischen Punkten abholen. Dann was wir jetzt laufen gehen. Welche Belohnung von welchen Punkten? Na, für diese komischen. Sag schon, diese Merit Points. So. Ja, ich auch. Habe ich auch geholt. Ich muss noch die Weekly machen, aber. Also die zweite Weekly, aber. Dafür brauchen wir auch alle Level 45. Welche zweite Weekly? Also ich habe bei Order jetzt die zweite Weekly gekriegt, unten. Den dritten. Oben ist ja Daily, in der Mitte ist Weekly und unten ist nochmal eine Weekly. Ach, stimmt. Ja, das ist doch dieselbe Instanz. Ja, aber für Level 45. Achso, 45er, okay. Hart wahrscheinlich, hart braucht man. Ja, wahrscheinlich. Aber da noch nicht alle Level 45 sind. Noch bei meiner Daily und Weekly sind gar keine Bilder bei mir irgendwie. Ja, hab ich auch keine mehr. Und dann habt ihr sie fertig. Ja, die Weekly, die eine Weekly hab ich fertig und die Daily auch fertig. Heißt das, dass die dann fertig sind? Ja, wenn keine Bilder sind. Aber ich kann den Kasten, also wenn ich draufgehe mit der Maus, ist der Kasten noch auf dem so. Auch wenn ich. Ja, bei mir ist auch mal wieder mit U alles. Schrott. Wir haben ja eben die Daily gemacht. Ja, mit also. U ist. Ich hab mal wieder nur graue Fenster. Also ich hab jetzt immer noch die eine Quest mit Clawmaster Buri. Firebrand Token. Ja, das ist das neue Dungeon für Level 45. So. Das ist das, wo Codex gestern schon den Server First Kill gemacht hat. Ja, auf dem deutschen Server könnten wir uns recht gut durchsetzen, aber. Ja,
gegen den Codex. Das Problem ist halt, dass die, wie gesagt, schon alle auf dem China-Server aktiv waren. Die haben da das Spiel schon praktisch durchgespielt. Ja, und zwar bis zum 79er-Content. Kannst du nicht leiser sterben? Leider nicht, tut mir leid. Tut's nicht. Was kriegt man bei der Level 45er orangenen Quest? Nichts. Nicht viel. Okay. Beim Händedruck. Genau. Oh, schön. Boah, ich kann jetzt in Gott-Mode rein, die 45er. Jetzt einfach 40er, paar Mal. Ja, kann man nur einmal laufen, die 40er. Wollen wir die 35er von Deserted Shrine, also diese Affen dann mit den, was wir gerade gemacht haben, auf den, mit dem Boss auch machen? Oder nur die? Ich starte erstmal das Spiel neu. Erstmal 45 sein. Nee, ich meine, ob wir die 35er meinen, ob wir die auch machen sollen. Weil da kann man halt diese Items bekommen, die du zum Upgraden deiner Waffen brauchst. So, apropos Waffen upgraden, das wollte ich sowieso mal machen. Nämlich 20 Stück oder so davon gehabt, jetzt habe ich keine mehr. Ich habe mir auch noch nicht einen einzigen Ring oder O-Ring craften können von dem Zeug, weil mir diese blauen Kristalle fehlen. Ich habe noch gar nichts gecraftet, außer die eine Waffe bis jetzt. Apropos blaue Kristalle, wir können die 250 Grindinger vielleicht mal machen. Ich habe die schon fertig. Ja, also die sind bei mir gar nicht resettet. Ja, genau, bei mir wurden die nicht resettet. Ich kann es dir nicht sagen, ich müsste jetzt auch, mal starten, um zu sehen. Craften kann man auch bei der Tusche beim Schmied, oder? Ne? Ja genau, die Upgrade von Waffen ist bei der Tosi neben dem Schmied. Und das Craften von Dingen? Boah, ich weiß es nicht. Da ich mit dem Crafting nicht viel am Hut habe, kann ich dir davon nichts erzählen. Meinst du, meinst du jetzt zusammen beim NC-PC das Craften, oder? Wollen wir da Ohrringe craften oder so? Ja, beim NPC. Der ist da, das ist dasselbe im Prinzip. Irgendwo so ein Schmiedetyp stehen, irgendwo. So in der Hauptstadt oder nicht? Überall da einfach mal gucken, da wo auf der Map so ein Schmiedesymbol ist. Ja, hab ich gefunden. Jetzt habe ich auch diese komische Umfrage auf der chinesischen Seite bekommen. Ja, ist doch schön. Absolut. Ach, ich bin an ihm vorbeigeflogen. Oh, das ist echt mini. Best. So, was ist jetzt mit diesen komischen Hoax-Pixies? Keine Ahnung, habe ich auch schon gesagt, sie sagen irgendwie um Portale bewegen die sich oder so. Kein Plan, ganz behinderte Scheiße. Alles Scheiße. Scheiße, Mann. Items hier, ich weiß nicht. Euer Ernst, die schreiben hier schon auf Deutsch rein. Wo denn? Der eine Quest-NPC heißt Uri Frostlich. So einfach ein deutscher Name, Minion. Das ist ein lieber Mitbürger von uns, ne? Ja. Ein besorgter Reichsbürger. Ab dem Moment hat man verloren, oder? Ach so, ich kann Refinement kann man auch transferieren, aber das geht ja nicht mit einem neuen Item, okay.
Hoffe ich mal, da müsste das denn müsste das ja mit der neuen mit der Waffe müsste das dann ja hoffentlich übertragen werden. Ich war mir schon wieder als am rumstottern, wie blöde. Mal neu starten. Erfreulich. Jetzt bin ich 24 Stunden wach und 24 Stunden online. GZ. Falls du mal kurz die Gilden Dailies fertig. Das ist alles, boah, ist schon unglaublich. Man kann irgendwie in manche Q-Teile, obwohl da steht auf denen, dass man angeblich Steine reinhauen kann, aber diese Verteidigungssteine kann ich da gar nicht reinmachen irgendwie. Wahrscheinlich nur in Rüstung. Wie mache? Versuche ich ja schon. Ich wüsste nicht mal, wo ich das mache, also von daher. Einfach unter N. N klicken und dann in der zweiten Reihe ganz links. Dann kannst du da einfach in die Q-Teil reinpacken und dann kommt da so ein Stein rein. Weil in meiner Waffe und Offhand habe ich einen Angriffsstein drinne, aber ich habe noch vier Verteidigungssteine. Ich wollte die eigentlich irgendwo mal reinhauen, ist aber. Was mache ich mit dem Broken Evil Gem? Gute Frage, was ist denn das? Ein Stückchen Stein? Ja, dann ist es halt. Dann würde ich sagen, würde ich das auf jeden Fall benutzen müssen, damit das auch, damit das danach, davor, dahinter. Oh, was? Da bist du verwirrt, hä? Damit das auch danach, dann davor, das dahinter. Was? Genauso. Ja, hilft genauso weiter wie diese Beschreibung im Stückchen Stein. Bei N, was ist das? Ein davor, danach, dann dahinter drin. Hä? N und welches ist es dann? Welches von den Icons? N und dann auf der zweiten Reihe ganz links. Und dann musst du dort deine Waffe reinziehen zum Beispiel und dann halt den Stein, den du reinmachen möchtest. Okay, dann muss ich erstmal wieder zum Star-Typen. Keiner habe ich mich, müsste alle in der Bank liegen haben. Ich gehe angeln. Das ist doch eine schöne Freizeitbeschäftigung. Also wir gehen in irgendeine Inni oder machen irgendwas. Ja, welche Inni willst du gehen, wenn ich noch nicht 45 bin? Was glaubst du, warum ich angeln gehe? Nee, wir laufen 40er Inni. Welche denn? Ja, die solltet schreien. Das welcher Schrein? Was für ein Schrein? Solltet schreien, das ist das, was wir immer irgendwie dem Samurai oder dem Jin oder wie auch immer. Die heißt Deserted Shrine. Da waren wir gerade drin. Ja, und die laufen wir jetzt noch weiter. Gerade ja, aber da gibt's keine. Da drinnen gibt's 0 EP. Aber wir bekommen da Items, die wir brauchen. Ja, die will. Ja, aber wir wollen nicht die Items, wir wollen die EP. So ist es. Da kannst du ja auch Items droppen, die XP geben. Die bringen aber fast nichts mehr. Was willst du sonst jetzt machen? Ja, da habe ich doch gerade gesagt, ich gehe angeln. Ich kaufe mir jetzt dann dieses Futter und bin dann in ein paar Minuten Level up. Okay. Bin ich ja mal gespannt. Ich habe schließlich schon ein paar Fische. Wer möchte denn noch Innis laufen jetzt gerade? Ich möchte diese Soul Crystals her. Ich möchte Innis laufen, die mir was bringen. Genau. Sprich, ich warte jetzt, bis derjenige, der 45 ist, genau. Warum können wir dann nicht in der Zwischenzeit zu viert andere Innis laufen, anstatt nur rumzulaufen? Weil die ihm nichts bringen, kein Gear und keine EP. Ich mache Dailies. Es gibt ja noch mehr zu tun, außer nur Innis. Sekunde Leute, ich bin gleich mal kurz wieder, ich bin gleich wieder da, ich habe nur gerade eine Anfrage für Discord bekommen. Wir hören uns gleich wieder. Sound muted. Microphone muted. Jo Max, was gibt's?